Wir befinden uns hier vor dem Goldbräuler in Erfurt. Wo bis vor kurzem noch Hähnchen darauf gewartet haben, von echten Deutschen verspeist zu werden, warten bald Flüchtlinge darauf, vom wütenden Mob davor mit Fackeln gegrillt zu werden. Doch was ist eigentlich das Schlimme an Flüchtlingen? An Flüchtlingen ist gar nichts schlimm, aber es kann nicht sein, dass eine Institution, die wirklich jahrelang in Erfurt existiert und auch ihren Namen hat, dafür platt gemacht wird. Und es ist nichts weiter als platt machen. Es wird alles platt gemacht, alles diese ganzen mittelständischen Unternehmen. Das kann nicht sein und ich bin kein Rassist, ganz bestimmt nicht, aber... Reicht es nicht langsam irgendwann mal? Ja, eigentlich reicht's. Eigentlich reicht's. Wir haben jetzt in der Ulaanbaatarstraße, hat man ja die Flüchtlinge aufgenommen und jetzt in der Dortmunder Straße, hier näher Steinplatz wohl auch. Also ich habe überhaupt nichts gegen Flüchtlinge. Ich habe die Diskussion schon mitgekriegt bei Facebook unter dem TA-Artikel, größtenteils bis jetzt. Ich habe da absolut nichts dagegen. Ich glaube, dass ein Anstieg in der Kriminalität zu befürchten, dass es nur auf Vorurteilen basiert und es auch keine Statistik das unterstützt. Und ich finde es natürlich schade, dass so ein Betrieb mit viel Tradition, der auch so ein bisschen zum Bild der Straße gehört, schließen muss. Aber ich finde nicht, dass es überhaupt was Negatives ist. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass kleine Kinderchen schon diese Kopplappen umhaben. Also das finde ich blöd. Oder auch die Frauen mit diesen langen Kitteln und dieses, die müssen sich ein bisschen anpassen, meine Meinung. Ich glaube, dass es denen relativ schwer gemacht wird sogar. Oder dass die wirklich Flüchtlinge sind, dass sie sich ja selber bemühen und auch alles dafür tun, hier integriert werden zu können und sich selbst zu integrieren. Weil ja ein Leben in der Flüchtlingsunterkunft alleine ist ja nicht der Sinn, warum sie überhaupt geflohen sind. Sondern es geht ja darum, sich hier zu integrieren und hier Geld verdienen zu können und sich hier ein neues Leben aufzubauen, weil es eben in ihrer Heimat nicht mehr funktioniert. Woran erkennt man denn einen Flüchtling? Naja, woran? Das sind ja alles Islams und so an ihren Kopftüchern. Ob die Asylanten uns die Arbeit wegnehmen könnten? Manche ja. Die nehmen es uns weg. Gerade wenn wir jetzt wirklich mal Arbeit haben wollen und dann heißt es vom Arbeitsamt, nö, dann steigen eben die Asylbewerber ja, immer ein. Die für Billiglohn arbeiten, die gehen eben für, sagen wir mal, für 5 Euro die Stunde arbeiten, wo der Deutsche nicht mehr aufsteht. Ich meine, es gibt doch so Statistiken jetzt, dass Deutschland alle Flüchtlinge braucht, um zu arbeiten. Wenn das allein an uns hängen bleibt, habe ich keine Lust drauf. Also, ich freue mich auf die Flüchtlinge.